Moin Moin, ein Zuhörer von mir heute einmal zu diesem Duschkopf. Der Duschkopf wirbt damit, dass er eben filtert und auch Wasser spart und das Ganze kommt, wie hier an der Seite auch steht, in 5 unterschiedlichen Modi, die er nutzen kann. Und ja, ich bin sehr gespannt, was hier tatsächlich jetzt drin ist. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Ersatzteile. Wenn ich das hier so richtig sehe, das sind so Filter, die wir einsetzen können, die ja eben auch beworben werden. So Filter, die setzt man da ein, das sind so Filterkartuschen. Und dann haben wir natürlich noch unseren Duschkopf. Der sieht relativ interessant aus, relativ klassisch. Hat hier so einen Grip, ich weiß noch nicht so ganz, wofür der da ist. Ah, da können wir irgendwas einstellen, anscheinend plus, minus. Dann haben wir hier ganz klassisch das Ganze zum Aufschrauben. Kippen können wir hier nichts und dann haben wir wahrscheinlich, wenn wir das hier drehen, genau, die unterschiedlichen Modi, das probieren wir gleich einfach mal aus. Wir schließen das gleich einzeln an und dann schauen wir uns das in Aktion einmal an. So sieht unser Duschkopf jetzt aus, wenn wir den hier angebaut haben. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was da jetzt tatsächlich drin steckt. Ich werde das Ganze jetzt gleich einmal anschalten, da wird man mich dann nicht mehr so gut hören. Machen hier mal kaltes Wasser. So, und wir sehen jetzt erstmal noch gar nichts, obwohl das Ganze ja an ist. Das liegt wahrscheinlich an diesem Plus-Minus-Ding hier. Und ich werde das jetzt mal einfach mal drehen und mal gucken, was passiert. So, und sobald ich das anfange zu drehen, kommt hier vorne auch Wasser raus. Das Ganze mit einer Hand nicht so einfach. Da kann ich jetzt einstellen, wie doll das da rauskommen soll. Und ich denke mal, das ist unser Standardstrahl hier. So, wir drehen jetzt das Ganze mal in die eine Richtung. Mal gucken, was sich ändert. Jetzt haben wir hier noch einen dicken Strahl in der Mitte dazu bekommen. Ich glaube, man sieht den hier in der Mitte ganz gut. So, das ist eine Kombination also aus mehreren Modi. Dann haben wir hier einmal nur den dicken Strahl. Ja, ist ganz nett. Und da gehen wir mal in die andere Richtung und gucken, was da noch passiert. Na. Hier so ein, ja, ein bisschen dickeren, feineren Strahl. Und das andere ist wahrscheinlich wieder eine Kombination dann. Oh nein, okay, das ist noch was ganz anderes. Man sieht das auf der Kamera gar nicht gut. Hier an der Spitze sieht man es. Das ist so ein ganz feiner Nieselregen. Ja, und das sind im Endeffekt die Modi, zwischen denen man hier hin und her schalten kann. Und theoretisch kann man das Ganze dann hier wieder ausschalten, indem wir hier einfach sagen, hey, stopp. Oder das Ganze wieder hochdrehen. Wir können es auch nur auf so einer kleinen Stufe nutzen. Da sind wir also auch ganz frei. Und ja, das ist im Prinzip der Duschkopf. Und ja, meiner Meinung nach ein ganz schickes, solides Modell.